kann sich natürlich grundsätzlich danach fragen, was Schulden überhaupt sind. Und ich denke, zunächst mal sind Schulden ein ganz elementares soziales Band. Schulden erzeugen ein Band der wechselseitigen Verpflichtung und der wechselseitigen Abhängigkeit. Das ist interessant, dass man das bereits in bestimmten Vokabeln, die heute noch zirkulieren, deutlich erkennen kann. Wenn man beispielsweise ein Wort nimmt wie Kontrakt, was auf Deutsch Vertrag heißt, dann kommt es aus Lateinisch contraere und das heißt im Grunde das Festbinden des Schuldners. Das wird also in dieser Hinsicht ein fast körperlicher, handgreiflicher Akt. Ich würde ganz gerne daran erinnern, dass ein Philosoph, Friedrich Nietzsche, aus den Schulden sogar wesentliche Elemente des moralischen Bewusstseins abgeleitet hat. Denn das Problem des Schuldners besteht darin, ihm ein Gedächtnis zu machen, sei es mit Schlägen, sei es durch Wunden. Und das heißt also, schlechtes Gewissen, sowas wie Gewissensbiss, ist eigentlich eine elementare Folge des Schuldnertums oder des Verhältnisses von Gläubiger und Schuldner. Dass die Schulden heute einen eher prekären Charakter haben, dass man sie prekär wahrnimmt, ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, und das ist ein Aspekt davon, dass Schulden elementar mit Schuld, also mit moralischer Schuld zusammengehen, dass sie also auch in irgendeiner Form eine tief moralische oder sogar religiöse Dimension besitzen und dass im Hintergrund dabei so etwas steht wie der unendliche Gläubiger, der in letzter Konsequenz Gott ist, als sozusagen Repräsentant einer metaphysischen Schuld. Irgendwie wirft es natürlich die Frage auf, ob eine Gesellschaft ohne Schulden überhaupt denkbar oder wünschenswert wäre. Eine Gesellschaft ohne Schulden hätte sehr viel weniger Literatur. Denn Schulden sind ein eminent fiktionales Thema, sind ein eminent literarisches Thema. Kein tragischer Held ohne irgendwie Schuld oder Schulden und umgekehrt keine Komödie ohne einen Schuldner, der auf seinen Gläubiger pfeift und sich auf und davon macht. Das heißt also, ein großes Spektrum der Literatur wäre schlichtweg gestrichen. Aber ich glaube, es wäre auch ökonomisch uninteressant, ökonomisch unsinnig, eine Gesellschaft ohne Schulden und damit eben auch ohne Kredit zu imaginieren. Denn Schulden sind die Voraussetzung dafür, dass überhaupt investiert wird. Und damit beruft man sich auf eine ganz elementare Kraft, nämlich auf eine Kraft, eine fantastische Kraft, eine artistische Kraft, die darin besteht, im Grunde aus nichts etwas zu erzeugen. Man kann nämlich mit Schulden und damit auch mit dem Kredit die Zeit für sich arbeiten lassen. Man kann die Kraft der Zeit aktivieren. Man kann gewissermaßen die Zukunft in die Gegenwart holen und sie zu einem, wenn man so will, eigenen Wert machen. Insofern sind Schulden und ist Kredit ein überaus artistisches, ökonomisches Instrument, das, glaube ich, ganz wesentlich dafür verantwortlich ist, dass Gesellschaft sich überhaupt in einer gewissen Weise modernisieren. Dinge, die, glaube ich, moderne Staaten unmittelbar betreffen, zum Beispiel das Haushaltsrecht, Steuergesetzgebung, aber natürlich damit auch verbunden sowas wie die öffentliche Schuld, gehören ganz unmittelbar zu dem, was man souveräne Kompetenzen nennen kann. Die Verfügung über einen eigenen Haushalt, die Verfügung über die Möglichkeit, Steuern zu erheben und natürlich auch die Frage, wie man Staatsschulden finanziert, sind elementare Bestandteile souveräner Staaten. Und ich glaube, man kann in den letzten 20, 30 Jahren erkennen, aber natürlich gerade in den Jahren seit 2008, vor dem Hintergrund auch der Euro-Krise, wie souveräne Kompetenzen dieser Art, Haushaltsrecht, Steuerrecht etc., schrittweise und bestimmten Portionen an andere Instanzen abgewandert sind, zum Beispiel an Vertreter der Finanzmärkte, an Großinvestoren, aber auch natürlich an eigentümlich informelle Organe, an informelle Gremien, an eigentümliche Konsortien, die im Grunde Gläubigerinteressen vertreten, wie beispielsweise das, was man früher Troika genannt hat, also Vertreter von Gläubigerinstitutionen, also EZB, Europäische Zentralbank, IWF, Internationaler Währungsfonds. Und das sind Organe, eigentümlichen Organe, die auf der einen Seite keinerlei demokratische Legitimation besitzen. Sie sind nicht durch demokratisch gewählte Regierungen eingesetzt. Sie sind keinem Parlament, keinem nationalen, keinem Europaparlament verantwortlich. Und auf der anderen Seite vertreten sie im Wesentlichen private Gläubigerinteressen. Sind also Regierungsorgane, losgelöst von allen Regierungen und können über Regierungen hinweg, wie beispielsweise in Griechenland sehr gut erkennbar, quasi souveräne Macht ausüben.